Hallo und willkommen beim Let's Play von Fallen Hund bei Harvest Moon für den Super Nintendo. Ja. Wir waren damit beschäftigt, jetzt ins Bett zu gehen. Weil unser Charakter war kaputt. Er hat sich zu Tode geschiftet. So könnte man zumindest sagen. Und ja, wir müssen jetzt noch das restliche Gras umnieten. Wenn jetzt nicht vorher erstmal noch Ernte zu holen ist, ja. Was noch? Bauen noch die Erze. Dann haben wir noch die paar Hühner, die wir da hinten haben. Die Kühe. Und danach kann ich das wieder bewässern. Und dann ist der Monat auch schon wieder fast vorbei. Das heißt, wir können uns gespannt sein, was wir nächsten Monat hier anbauen können, wenn es überhaupt was zu anbauen gibt. Rausgeschlüpft, das heißt, ich lege mal das nächste Ei da drauf, wenn ich das schaffe. Perfekt. Beim ersten Mal. Sehr gut. Und guckt, während ich ein Huhn erwachsen gelassen habe und die anderen, bis die anderen zwei geschlüpft sind, heißt das, wir haben schon einen sehr guten Vorrat, wenn wir halt einen Huhn behalten. Besonders Aktion. Ah, jetzt habe ich natürlich die Bürste nicht dabei. Ah, diesmal ist das Futter doch nicht als letztes. Ich komme wieder gucken. Dann wirst du nochmal gebürstet und wird dann nochmal geguckt, ob du gemolken werden kannst. Was ist halt eigentlich für dich? Ach, ich vergesse es manchmal. Okay. So. Ziehschule brauche ich erstmal nicht mehr. Kann ich nämlich auch in die Stadt gehen und mir nochmal neues Grassamen holen. Dann mache ich das doch jetzt, auch wenn ich die restlichen Felder als Verlust hinnehmen muss. Aber ich mag das nicht, wenn die Felder so Hälfte fehlen. Besonders bei Gras. Okay, weil bei den anderen Sachen, bis die irgendwie geblüht wären, wäre der Monat eh schon vorbei. So. Ich kaufe mal jetzt so 2-3 Stück. Dass wir auch ein bisschen Vorrat haben für die restliche Zeit, dass wir nicht immer hinterrennen müssen, wenn jetzt ein Feld fehlt. Für den anderen Saat, glaube ich, lohnt sich das nicht, im Vorrat zu kaufen, weil ich glaube, die verschwinden dann, wenn die Jahreszeit abgelaufen ist. Und da von daher lasse ich es auch. Oh, jetzt muss er währenddessen futtern. Ja, ich finde es schon immer krass, dass die auf einmal anfangen müssen, hier. Also, dass der Typ auf einmal anfangen kann, muss immer zu futtern. Komm. Gut, melken kann ich es noch nicht. Aber dann streiche ich es schon. So. Also, ehrlich gesagt, kämme ich es immer. Also, Futter hat es schon. Jetzt gehe ich hier in den Schuppen. Mir das eine Gras. Tut das auch mal auswechseln. So. Jetzt haben wir natürlich alle aufgehoben auf einmal. Das heißt jetzt, wenn ich das jetzt hier nehme, kommt das Gras wieder oben hin. Ich glaube, hier liegt dann auch die Saat dann drauf. Ja, wie gesagt, die verschwinden dann. Wenn es jetzt nicht so eins ist, dass die dann bleiben. Auch für den nächsten Monat, für den Herbstmonat.
So, ja, jetzt nehmen wir das mal hin. Jetzt gucken wir mal wieder nach dem Wetter. Sehr gut, warm. Jetzt ist es nicht mehr so tragisch mit dem Gießen. Ja, ab und zu muss man auch seine Pflanzen bürsten. Habe ich den Eindruck. Wie ihr seht, sind die Felder schon total zerstört. Ja, ich hätte es jetzt auch einfacher machen können. Weil jetzt, da die Felder auch total am Matsch sind, ist es eigentlich recht egal, weil manchmal die anderen Feldern halt, wie ihr jetzt hier zum Beispiel seht, eben zickzack gießen muss. So, Unkraut muss immer gejagt werden. So, jetzt gehe ich und kümmere mich mal um die Kuh. Kuh, bleibst du stehen? Okay. Egal, ich mach mal das Futterzeug trotzdem in diesen unteren rein, wo sie die meiste Zeit verbracht hat. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ah, 121 Stück. Das müsste für den Winter reichen. Ich aufhöre dann irgendwann mal die Hühner zu safen hier. So. Jetzt haben wir hier auch wieder alles erledigt. Hier, geh auf die Wiese. Verstörst du keinen wenigstens. So. Hier, neuer Tag, neues Glück. Okay, es ist der 29. Das heißt, noch morgen. Und dann beginnt eine neue Jahreszeit. So, ja, manchmal das Problem ist, die Kühe bewegt sich manchmal auch währenddessen man was macht. Wie ihr schon ein paar Mal gesehen habt. Und ja, es ist dann echt total nervig. Besonders wenn man Milch melken tut, dann manchmal reagieren sie nämlich nicht. Oh Gott, jetzt muss ich auch auf jeden Fall meinen Hund verkaufen. Komm, spreize weiter. Ich denke mal, das Gras wäre ich dann nicht, aber dann würde ich halt dieses Tierfutter kaufen müssen. Das dann irgendwann wieder reich. Ja, jetzt seht ihr, da es nicht geschafft habe, alles auf einem Stück hier zu ernten, dass die Grasfläche auch nicht mehr schön ist. So. Unsere Ernte wird auch immer schön begossen. Jetzt geht es auch viel einfacher und viel schneller. Oh, ich liebe diese neue Gießkanne. Ja, auf jeden Fall geht das jetzt noch weiter. Ja, ich habe jetzt das größte Teil gemacht. Irgendwann kriegen wir auch ein Pferd, aber weiß keine Ahnung mehr genau wann. Ich glaube, manche Sachen lassen mich auch überraschen.
Aber jetzt mit der Grießkanne, das hat mich jetzt einfach nur so total interessiert, weil mich das da hinten total abgenervt hat. Ja. Damit ist der Tag jetzt auch vorbei. Und mittlerweile haben auch ein gutes Simchen angehäuft. Neues Tag. Was ist jetzt los? Ich dachte schon, das Spiel wäre abgeschmiert. Boah. Okay. Ja, ich renne manchmal auch gegen die Wand. Was ist jetzt los? Ah, ich glaube, das war jetzt das Effekt für ein Spezialwerkzeug, was man sich jetzt hier noch organisieren kann. Zuerst mache ich jetzt die Ernte. Die Ernte, die Hühner und danach gucke ich mal. Soviel ich weiß, könnte es sein, dass hier irgendwas passiert ist jetzt hier bei uns auf dem Feld. Muss ich noch loswerden. So, da ist wieder ein Huhn ausgeschlüpft. Ich hätte erstmal versuchen sollen, hier das reinzulegen. Ah, sehr gut, hat geklappt gleich. Ich bin dafür dann tue später. Wie gesagt, ich mache jetzt nur, dass die Ware verkauft wird. Und jetzt gucke ich mal, irgendwo soll hier was passiert sein. Laufe ich einfach mal am Rand lang. Was ist das? Okay. Spezialziehen. Okay. Habe ich nur keine Ahnung mehr, wie ich die wieder zurückkriege. Okay, wartet mal, ich renne noch mal hin. Okay. Ja, ich habe jetzt anscheinend auch keine Züge mehr erstmal. Egal. Na gut, eigentlich nicht egal. Ich brauche die dann später hier für das Gras. Vielleicht gucke ich mal dann in der nächsten Aufnahmepause, was ich jetzt noch machen muss. Dass ich die Ziegel wieder kriege, wenn ich jetzt nicht hier fünfmal falsch gießen. Ja, auch gleich wieder soweit. Na gut, ich glaube noch 5 Minuten. Ja, 5 Minuten waren es noch. Und in der Zeit mache ich das jetzt mal.
Also ich mache jetzt erstmal die restlichen Sachen hier. Ich werde mich jetzt dann auch nicht ins Bett legen, sondern ich werde dann einfach hier safen. Also warten. Ich habe natürlich die Piste vergessen. So. Ich glaube, man kann sich auch das Futter sparen, indem man die Hühner dann draußen auf die Grasfläche legt. Ich glaube, das mache ich dann auch mit den Hühnern, wenn sie erwachsen sind, dass ich sie rausschleife. Weil das ist mir nach einer Zeit zu kostspielig, das Gras. Ich habe noch nicht so viel. Na gut, 114 Stück, okay, das reicht. Ja. Auf jeden Fall werde ich mal gucken in der nächsten Folge, wie ich meine Zwiebel wieder zurückbekomme und was ich dafür tun muss. Da werde ich mich schon informieren. Und ja, dann werden wir halt den nächsten Jahreszeit abwarten und mal gucken, was wir da anpflanzen können. Wir werden unsere Felder neu belegen. Also neu machen dann. Nachdem die, wenn die hier weg sind oder halt wenn sie noch da neu sind, werde ich sie vielleicht halt auch mal etwas ausbessern. Ja, ich werde sie ein bisschen halt verändern halt, dass ich halt überall wieder rankomme. Vielleicht werde ich auch alles eins nach da verschieben. Das heißt, dass ich dann halt hier die andere so, dass ich halt immer nur hoch und runter rennen muss. Und nicht wie dann da war, da musste ich hier, musste ich dann nur dahin und so, das ist mir jetzt umständlich. Das heißt, wird alles ein Feld rüberziehen. Und ja, vielleicht tue ich das Gras auch noch mal ein bisschen erweitern, wenn wir die unsere neue, bessere Zischel haben. Dass ich dann halt auch mehr Gras bekomme. Und ich werde die Hühner draußen aussetzen. Ne, ich lasse doch dran. Ja. Und das war's auch erstmal jetzt. Bis zum nächsten Mal.